Hallo meine Lieben, bei Gabis Kochbuch, dem Videokanal von euromehl.com. Bei mir gibt es heute einen Heringssalat, und zwar einen Wiener Heringssalat. Ist auch schon Mittwoch, Fischtag, und da gibt es klassisch in Österreich Heringschmaus, und da werden verschiedenste Heringssalate dafür serviert. Und wir brauchen für unseren Heringssalat einmal eingelegte Heringe, Erdäpfeln, Apfel, Suppengemüse, also ich habe hier gelbe Rübe, Karotte, Petersilienwurzel und Zeller. Dann gehört unbedingt hinein Bohnen, ich habe hier Käferbohnen, ihr könnt natürlich auch Kidneybohnen oder weiße Bohnen nehmen, was ihr bekommt. Erbsen gehören unbedingt hinein. Und für unsere Marinade brauchen wir eine Mayonnaise, da brauchen wir dann ein Eidotter, Öl, Estragon-Senf, Salz und Pfeffer. Und wir werden es mit etwas Joghurt strecken. Im ersten Schritt bereite ich das Suppengemüse vor. Ich habe auch schon Wasser auf dem Herd zum Kochen aufgesetzt, weil das Gemüse müssen wir doch kochen. Und das schneide ich einfach in grobe Würfel. Das kommt jetzt ins Wasser. Und da drinnen werden wir es jetzt schön weich kochen. Schneidet es nicht zu klein. Sollen schon schöne Würfel sein, die man dann auch schön sieht. Und das kommt jetzt in mein Wasser. Und das werden wir vorher noch, hätte ich jetzt fast vergessen, mit Salz und Pfeffer würzen. Ich habe jetzt das Gemüse so circa 10 Minuten auf dem Herd. Und jetzt bereite ich meine Erdäpfeln vor. Nehmt bitte festkochende. Die brauchen aber etwas kürzer als die Karotte. Und darum geben wir es jetzt später dazu. Meine Erdäpfel sind deine Kartoffeln. Also bitte festkochende nehmen. Weil wir wollen ja dann keinen Kartoffelbrei haben, sondern schon schöne Stücke in unserem Salat. Und die werden wir jetzt zum Gemüse dazugeben. Gemüse riecht schon ganz hervorragend. Schade, dass es kein Duftfernsehen gibt. Und werden wir die auch zusammen mit dem Gemüse weich kochen. Im nächsten Schritt bereite ich jetzt die Marinade vor. Dafür habe ich mein Ei getrennt. Ich brauche nur den Dotter. Und da geben wir jetzt Senf dazu. Der Eidotter ist eine Emulsion, der Senf ist eine Emulsion. Und weil wir da jetzt Ei zum Eiöl einarbeiten möchten, müssen wir diese Emulsion verstärken, weil sonst ploppt es uns aus. Und da gehen wir einfach immer wieder löffelweise das Öl dazu. Rühren so lange, bis es der Eidotter aufgenommen hat. Heller. Und so einfach ist es, eine schöne cremige Mayonnaise herzustellen. Schaut aber darauf, dass es immer wirklich ganz, ganz frische Eier sind, die ihr verwendet. Schöne Qualität dafür nehmen, wenn man ja keine Salmonellenbelastung haben möchte. Wir werden es jetzt mit Salz und Pfeffer und noch einer Prise Kristallzucker würzen.
Den Zucker habe ich euch vorhin unterschlagen. Aber den braucht die Marinade, damit sie gut schmeckt. Darum mischen wir jetzt unser Joghurt unter die Mayonnaise, damit es ein bisschen leichter und nicht so schwer. Dann können wir auch gleich die Bohnen und die Erbsen dazugeben. Und jetzt werden wir Fisch und Apfel schneiden und auch hineingeben. Das Gemüse habe ich mittlerweile abgesät und etwas abkühlen lassen. Den Apfel habe ich geschält. Und den schneide ich jetzt auch in Würfel. Die geben wir dann gleich in den Salat hinein, damit sich unser Apfel nicht verfärbt, weil der wird braun werden an der Luft. Dann habe ich Fisch abgesät und etwas auch von dem Fischkraut. Das schneiden wir auch zusammen. Schneiden wir in die Hälfte. Und dann schneiden wir das Filet in schöne, mundgerechte Stücke. Schneidet das nicht zu klein. Das schaut nämlich dann nicht sehr schön aus. Und das können wir jetzt auch sofort zu unserem Salat dazugeben. Und jetzt fehlt dann eigentlich nur mehr unser Gemüse. Und das gekochte, abgekühlte Gemüse und die Kartoffelstücke kommen jetzt auch noch in meinen Salat. Und bis zum Servieren werde ich den jetzt einkühlen. Ich werde jetzt meinen Heringssalat auf Wiener Art gut schmecken lassen. Dazu gibt es frisch gebackenes Brot. Ich freue mich, dass du wieder dabei warst. Auf euromil.com gibt es für dich wie immer eine Nährwerttabelle, eine Step-by-Step